Hallo Till. Was machst denn du da? Hallo Martina, ich spiele Dudelsack. Aber warum denn? Na, wir machen doch eine Folge zum Judentum. Ja und? Ja, der Dudelsack ist doch ein typisch jüdisches Instrument. Ach so? Ja, habe ich bei Facebook gelesen. Überhaupt muss ich sagen, dass ich schon einiges über Juden weiß. Glaube nicht, dass so eine Folge für mich ein Problem darstellt. Ach so? Ja, zum Beispiel, der Papst aller Juden heißt Moses und wohnt in der Wüste. Der wirkt ganz vernünftig, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Juden sind Leute mit Pelzhüten und Schillerlocken. Daran kann man sie nämlich erkennen. Untenrum fehlt zwar ein Stück, aber ich bin ja tolerant. Muss allerdings sagen, dass die Juden schon ganz schön viel Einfluss haben in Hollywood und so. Und ihnen gehören alle Bagels auf der ganzen Welt. Ach was. Ja, und ihre Nationalhymne ist Walk Like an Egyptian und sie haben Gott umgebracht. So, däh. Ich glaube, wir sollten wirklich dringend eine Folge mit den Grundlagen des Judentums machen. Ja, wieso? Hallo Leute. Hallo Oliver. Seid ihr fertig zur Aufnahme? Yes. Till. Ja? Du hast ja einen jüdischen Dudelsack. Oh. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 31. August 2019 und wir begrüßen euch zur 34. Folge von Man glaubt es nicht, unserem und eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir würden uns freuen, wenn ihr wie immer Kommentare auf manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen würdet, eure Meinung oder die Meinung anderer Leute zu unseren Was? Stücken hinterlassen könnt. Herzlich willkommen, Martina und Oliver. Hallihallo, wie geht's euch? Hey. Hallo. Niemand weiß, es ist heiß. Niemand weiß, es ist heiß, das stimmt. Alles in Ordnung, soweit. Und die Themen heute sind auch heiß. Wir begrüßen euch nämlich heute zur zweiten Folge, also zum zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Judentum. Die erste hatte sich ja damit beschäftigt, wie der Stand der Dinge heutzutage so ist. Wir hatten einige Themen rausgepickt, die uns interessant vorkamen. Und heute im Teil 2 wollen wir uns damit beschäftigen, wie es früher war. Da haben wir uns folgende Themen für euch ausgesucht. Auch hier gilt, wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir haben uns Sachen rausgesucht, die wir selber interessant fanden oder über die wir selber gerne noch mehr wissen würden und deswegen die Recherche dazu angestrebt. Ihr könnt ja in den Kommentaren beurteilen und uns wissen lassen, ob ihr der Meinung seid, dass wir das gut oder schlecht gemacht haben oder ergänzende Kommentare oder Themen bringen. Auf jeden Fall sind die Themen, die wir uns heute ausgedacht haben für euch, folgende. Oliver erzählt über das Bühnenbild, der Untergang der späten Bronzezeit. Wir haben ein paar Kommentare rausgesucht zu dem letzten Teil 1 dieser Folgen übers Judentum. Dann gibt es einen Teil von Oliver in A Galaxy Far, Far Away. Die Ursprünge des Judentums. Erster Teil, die Heilserzählung. Was für ein langer Titel, voll cool. Dann habe ich ein Buch gelesen. Und der Titel ist lang. Ja, nicht so. Als nächstes habe ich ein Buch gelesen über Judenhass im Christentum. Interessante Thesen. Dann kommt noch ein Segment von Oliver in A Galaxy Far, Far Away Teil 2. Die Ursprünge des Judentums, archäologische Nachweise. Und Martina hat sich damit beschäftigt, what the fuck is going on? Ein neuer Antisemitismus? Fragezeichen. Ja, ist so, ne? Hashtag ISSO, ist so. Und deswegen steigen wir auch direkt ein. Oliver zeichnet das Bühnenbild, der Backdrop, die Geschichte. Ja, dazu muss ich eine Warnung vorausschicken. Das ist alles ganz, ganz grob verkürzt. Die Quellenlage über all diese Dinge, das ist schon alles sehr lange her. Die Quellenlage ist dünn und widersprüchlich. Die Leute beschimpfen sich wüst. Aber verkürzt ist ja erstmal gut, weil 2000 Jahre in 2000 Jahren nur erzählen, würde unseren Podcast ja vielleicht sprengen. Oder noch mehr Jahre. Also ich habe versucht, nicht nur dich zu ignorieren, sondern ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen da sowas wie eine ganze, ganz kurze, nachvollziehbare Geschichte daraus zu machen. Ja? Die Historikerinnen, Historiker unter uns, unter unseren Hörerinnen und Hörern werden wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich werde trotzdem jetzt einfach mal vorwärts streben, wo Engel furchtsam weichen. Also sowas wie eine Vogelperspektive, das ist doch schön. Genau. Also, warum erzähle ich was zur Bronzezeit, obwohl das eigentlich zu der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, schon vorbei ist? Ich glaube, dass man den Inhalt und den Ursprung der jüdischen Geschichte und der jüdischen Mythen nur verstehen kann, wenn man den Kontext kennt, in dem die Leute damals gelebt haben.
Und die saßen damals, also wir reden jetzt von einer Zeit nach ungefähr 1200 vor der Zeitenwende, also vor 3200 Jahren, auf dem dünn besiedelten, dürren Hochland von Palästina. Wenn man sich das mit Google Maps anguckt, ich meine, da hat sich ja nicht viel geändert, ist auf der einen Seite begrenzt, steil abfallend zu dem Jordantal, und auf der anderen Seite ist die fruchtbare Küstenebene zum Mittelmeer hin. Wir reden also von einer Größe von ungefähr 20 mal 60 Kilometern. Wenn man sehr großzügig ist, sind es vielleicht 30 mal 80 Kilometer. Und das ist das Land Kanaan. Das Land Kanaan, das, so heißt dieser Landstrich? So hieß es mal. So hieß es mal, ja. Da kommt dann halt nicht nur das Hochland, sondern es ist auch ein Teil der Küste dazu. Aber vom Prinzip reden wir davon. Ja. Und da saßen die Leute jetzt und passten auf ihre Ziegen auf und erzählten sich Geschichten. Und guckten dabei in die Ebene runter. Und die Frage ist halt, während die in die Ebene runterguckten, was haben die da gesehen? Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen. Und zwar gab es in der späten Bronzezeit im östlichen Mittelmeerraum, wir reden so ungefähr um das Jahr 1500 vor der Zeitenwende, eine Zivilisation, von der heute nicht mehr viel übrig ist. Also es gab eine Reihe von Königreichen und Stadtstaaten im östlichen Mittelmeerraum, die durch intensiven Handel, durch Diplomatie, militärische Bündnisverträge und auch durch verwandtschaftliche Beziehungen der Bevölkerung, der Herrscher untereinander miteinander verbunden waren. Das waren die protogriechischen Stadtstaaten um Mykene rum, Kreta, das Reich der Hittiter in Kleinasien, das Assyrische Reich, Zypern, die Stadtstaaten in der syrischen Küstenebene bis nach Kanaan runter und dann Ägypten, wenn man so ein bisschen dem Uhrzeigersinn folgt. Und die Staaten waren alle zentral verwaltet und hatten also eine bemerkenswerte Bürokratie und ein Rechtswesen aufgebaut. Wir wissen das zum Teil, weil wir relativ viele Buchhaltungsakten und sowas erhalten sind. Wir wissen zum Beispiel, dass der König von Ugarit in einen bitteren Scheidungsprozess verwickelt war, weil ein Teil der Gerichtsakten erhalten ist. Wenn es die Akten gibt, spricht einiges dafür, dass das auch die Gerichte gegeben haben muss. Ja. Und die Prozessordnung und so weiter und so fort. Aber wie hat man sich so eine Akte vorzustellen, die von damals übrig ist? Das ist auf so Tontafeln geschrieben. Ah. Das sind so in Keilschrift auf Tontafeln geschrieben. Cool. Mhm. Und das waren also damals auch keine irgendwie ländliche Jokels oder was. Die großen Städte, es gab große Städte, da war zum Beispiel Hattusha, die Hauptstadt der Hethiter, die war 2 Quadratkilometer groß, mit einer gebildeten Bevölkerung, mit monumentalen Stadtmauern. Es gab riesige Königspaläste, es gab Häfen, Infrastruktur, Lagerhäuser und so weiter und so fort. Es gab intensiven Frachtverkehr, es gab Frachtschiffe mit, also es gab Karawanen, aber viel liefert über das Mittelmeer mit Frachtschiffen, mit Luxusgütern, mit Gebrauchsgütern, mit Metallbarren, die also in großer Menge hin und her gefahren wurden. Und so haben die das in einem jährlichen Turnus gemacht. Damals war noch nicht erfunden, wie man gegen den Wind segeln kann, wie man kreuzen kann. Das heißt, die mussten saisonale Winde ausnutzen und sind dann quasi im Uhrzeigersinn einmal im Laufe eines Jahres um das östliche Mittelmeer gefahren. Cool. Was man damals machen konnte, ist, man konnte in Mykene einem Händler ein Paket in die Hand drücken für einen Adressaten in Ägypten. Der ist dann damit weggefahren und ein Jahr später hast du die Quittung dafür bekommen. Dass das geil, weil die Runde dann einmal fertig war. Genau. Das ist ja cool. Und wir haben die Kopien dieser Quittung, wir haben Inventarlisten, Steuerbescheide und so weiter, die sind erhalten. Das haben die in den Palastarchiven oder das haben die Hofbeamten auf Tontafeln geschrieben. Die wurden dann in den Palastarchiven abgelegt und exakt ein Jahr lang aufbewahrt. Dann war das Archiv voll, man hat die Schrift auf den Tontafeln mit Schwämmen, mit nassen Schwämmen ausgewischt und dann hat man die neu beschrieben. Boah, wie effizient, ist ja irre. Also nur ein Jahr Garantie. Ja. Vom Hersteller. Ja, klingt super. Und dann ist ungefähr etwas nach 1200 vor der Zeitenwende sind beunruhigende Nachrichten gekommen. Da sind die mykenischen Städte von Westen nach Osten nacheinander verbrannt. Kreta und Troja sind zerstört worden. Die hethitischen Häfen wurden nacheinander ausgeknipst. Stellte sich aber raus, nur der Anfang. Es gab also eine Kampagne, eine Militärkampagne, bis dahin unbekannter und unfasslicher Größenordnung, wurde also im Rahmen einer einzelnen Generation diese ganze Zivilisation aufgerollt und zerstört.
Krass. Ja, es ist der Untergang der Bronzezeit. Niemand weiß genau von wem. Es ist ein Schlagwort überliefert. Das sind die Seevölker. Die Seevölker kommen und zerstören die ganze Welt. Mhm. Es gibt da ein paar Namen zu. Scherden, Schekelesch, Ekwesch, Luca und Turisha. Die Herkunft, die Siedlungsgebiete, die Eigenschaften sind völlig unbekannt dieser Leute, außer dass sie manchmal, es gibt so einzelne Darstellungen in Ägypten, da werden die Leute bartlos gezeigt. Ohne Bart? Genau, ohne Bart im Vergleich zu anderen Leuten mit Bart. Ach so, ah ja. Okay. Sonst weiß man nichts. Niemand weiß, wo die hin sind nach ihrer Kampagne. Es gibt da zumindest keine gesicherten Sachen. Man kann sagen, wenn man will, dass sie im Nichts gekommen sind und mehr oder minder ins Nichts gegangen sind. Krass. Mysteriös hört sich das an. Ja, und um ehrlich zu sein, auch zutiefst bedauerlich. Ja, ja, und mysteriös. Es gibt ja diese ganzen Tontäfelchen, die erhalten sind. Und da schreibt der König von Ugarit zum Beispiel an seinen Kollegen, den König von Zypern, der war ranghöher als er. Da schreibt er: Mein Vater, nun sind die Schiffe der Feinde zu mir gekommen. Sie haben meine Städte in Brand gesteckt und mein Land verwüstet. Weiß mein Vater nicht, dass mein Heer in Katte stationiert ist und dass meine Flotte im fremden Lande operiert? Sie sind noch nicht zurück, sodass mein Land offen liegt. Schon mit 7 Schiffen richtet der Feind schrecklichen Schaden an. Falls du davon hörst, dass noch mehr Schiffe kommen, benachrichtige mich auf irgendeinem Wege, sodass ich es weiß. Und das Tontablett mit dem Brief wurde unter den Trümmern der Stadt Ugarit in einem Backofen gefunden. Der Ton sollte offenbar gebacken werden und so reisefertig gemacht werden, dass man das nach Zypern schicken konnte. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Die Chancen sind, dass das da nie angekommen ist. Ja. Also Ugarit und die anderen Städte, also alle anderen Städte der Region, wurden verbrannt und völlig zerstört. Mit denen natürlich jetzt auch die Paläste und die Archive. Und was dann passiert ist, ist, dass durch diese Brände der Ton der Tonteifelchen gebrannt wurde. Also hart wurde, dann sind die Dächer darauf gestürzt und haben die Tafeln isoliert. Das heißt, viel davon konnte man einfach ausgraben. So 1915, glaube ich, als Hattusha ausgegraben worden ist, hat man da allein in dem Archiv 30.000 Tontafeln gefunden, die halt genau die so ein Schnitt über die Buchhaltung eines Jahres Sinn. Ne? Also toll. Das heißt, durch den Angriff und die Feuer wurden die Tafeln überhaupt haltbar gemacht, sodass man die heute dann finden konnte? Genau. Das kann ja sein, dass wenn die niemals angegriffen worden wären, dass wir dann überhaupt niemals davon erfahren hätten, weil es diesen Snapshot nicht gegeben hätte. Auch. Wir wissen, man weiß wenig darüber. Ja, ja. Es gibt noch eine Grabinschrift von Ramses III., Pharao, der schreibt: Die Fremdländer vollzogen alle zusammen die Trennung von ihren Inseln. Kein Land hielt ihren Armen stand. Und die Länder von Hatti, Kadi, Kamelkisch, Arsava und Alasia waren entwurzelt auf einen Schlag. Sie vernichteten die Leute und ihr Land, als sei es nie gewesen. Sie kamen dann vorwärts gegen Ägypten. Sie legten ihre Hände auf alle Länder bis ans Ende der Welt. Ihre Herzen waren zuversichtlich und vertrauensvoll. Sie sagten: Unsere Pläne gelingen. Ja, also in weniger als einer Generation ist halt die Zivilisation der Bronzezeit ausgelöscht worden. Die ganz genaue Datierung ist schwierig, weil halt nichts mehr da ist, an dem man diese Ereignisse festmachen kann. Mhm. Was ist übrig? Wenig. Die griechischen Städte lagen jahrhundertelang kahl. Die Reste des Assyrischen Reiches versanken im Bürgerkrieg. Die minoischen Paläste auf Kreta waren zerstört. Die Stadtstaaten in Syrien und Kanaan waren Haufen monumentaler Trümmer. Die Zerstörung war so nachhaltig, dass es also für Jahrhunderte in der Region keinen organisierten Staat mehr gab. Das Reich der Hittiter war so komplett vernichtet, dass man bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt nicht wusste, was genau das war und wo man es denn fände. Es gab einen Eintrag der einzige bekannte Hinweis war ein Eintrag im Alten Testament, aber niemand wusste genau, auf wen der sich bezog. Die haben, glaube ich, also wirklich sicher waren sie erst 1905, dass das, oh, wir haben da was gefunden, wir glauben, das sind die Hethiter. Ah, oh, wie krass. Die einzigen, die das irgendwie, ihre Zivilisation irgendwie retten konnten, das waren die Ägypter. Die waren schwer angeschlagen und zurückgeworfen aufs Nildtal.
Und was, glaube ich, was ich, das ist ein bisschen meine Interpretation, aber ich habe den Eindruck, dass da auch eine Mentalitätsänderung mitspielte. Die waren also eine stolze, aber immerhin nach außen gewandte, diplomatisch aktive Nation, ja, mit viel Handel und allem und so, was man meint, was so dazugehört. Mhm. Und aus diesem Tief kamen sie aber als Generationen später wieder raus, als paranoide, zutiefst misstrauische, fremdenhasserische Eroberer. So, ja, und das war jetzt in diesem Umfeld, sitzen also zwischen Hügeln aus verbrannten, monumentalen Ruinen riesiger Städte, aus einer Vergangenheit, die für die mystisch war und die nicht fassen konnten und zu der die auch gar keinen Bezug hatten, die hebräischen Hirten am Feuer und haben sich Geschichten erzählt. Und um sie rum riesen umgefallene Tempelreste und genau. Städte im Sand. Genau. Ist ja geil, das ist ja eine gute Vorstellung. So, und dazu empfehle ich, wer sich für das Thema interessiert, es gibt ein Buch von Eric Klein, Klein mit C, das heißt 1177 BC, also 1177, The Year Civilization Collapsed. Da gibt es bestimmt auch eine deutsche Version zu, die kenne ich aber nicht. Und was ich auch empfehlen kann, ist der Fall of Civilization Podcast von Paul Cooper. Der hat eine Folge gemacht über den Untergang der bronzezeitlichen Zivilisation und die ist ausführlicher und länger und besser als alles, was wir hier so hinkriegen könnten. Also, wenn es interessiert, kann ich darauf verweisen. Es ist so ein bisschen wie so ein Science-Fiction-Film. Die sitzen da auf so einem Sandplaneten, da sind noch so ein paar Reste, aber man weiß nicht, woher das damals kam und wer da drin gewohnt hat. So, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja, das ist auch die Vision, die ich da habe. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ja, zum Teil 1 unserer Doppelfolge über das Judentum haben uns einige Kommentare von euch erreicht, für die wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Und einige haben wir rausgesucht, die wir jetzt mal hier besprechen wollen mit euch zusammen. Und zwar schreibt Anonymous: Danke für den Beitrag und die Recherche, die dahinter steckt. Ich habe von dem so gut wie gar nichts gewusst, wieso Judentum funktioniert. Das ist zwischen erstaunlich und erschreckend. Den Kommentar finde ich deshalb cool, weil es mir so ähnlich ging. Ich habe eigentlich auch nichts darüber gewusst und fand es auch erstaunlich, was man da alles erfährt, wenn man sich in das Thema einarbeitet. Ja, also man muss dazu sagen, dass wir uns jetzt natürlich in die Absonderlichkeiten besonders, also insbesondere ich, ne, mich in die anekdotischen Absonderlichkeiten reingegraben habe, weil ich da einfach sehr viel Spaß mit habe. Ja, das stimmt natürlich. Das bedeutet ja nicht, dass durchschnittliche Leute jüdischen Glaubens das auch alles für wahr halten. Nee, und auch die Ultraorthodoxen waren natürlich, die standen jetzt da auch etwas im Vordergrund. Es gibt ja ganz normale deutsche Familien, die sind halt Juden. Da erkennt man nicht, man erkennt da fast keinen Unterschied. Ja, ja, genau. Also. In die Richtung geht auch der nächste Kommentar. Und zwar schreibt Atomfried Megaforce. Danke für die Folge. Atomfried Megaforce. Bei den 631 Geboten musste ich mehrmals schmunzeln. Und das ging uns ja genauso, wie du sagst. Wir haben natürlich die kuriosesten und lustigsten so ein bisschen rausgesucht. Und er überträgt das dann und sagt: Stellt euch die Verfassung Deutschlands mal in dieser Art vor. Erster, die Würde des Menschen ist unantastbar. Zweiter, jeder besitzt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dritter, Käse schließt den Magen. Vierter, vor dem Gesetz sind alle gleich. Fünften, Bier auf Wein. Das lass sein. Das zeigt ganz gut, was das für ein Mischmasch an Regeln ist. Manche sind ganz schlau, manche sind einfach sehr lustig. Manche sind ein bisschen total. Das Gefühl hatten wir ja auch schon bei diesen ganzen Regeln. Atomfried, sehr lustig. Atomfried hat recht. Dann schreibt uns Don Gamillo und ich muss sagen, ich wollte ja eigentlich den nicht mehr zitieren, aber jetzt mache ich es doch, weil er schreibt: Hallo meine Lieben, ich habe es geschafft. Ich habe den ganzen Podcast angehört. That's a first. Und ich habe gedacht, dieser Tag kommt nie mehr in meinem Leben, wo ich zumindest behauptet, dass er das ganze Ding gehört hat. Ich dachte, das interessiert ihn gar nicht. Und es interessiert ihn mehr, die Kommentare zu hinterlassen, die er so hinterlässt. Aber immerhin, voll cool, Don Gamillo. Danke fürs Zuhören. Und dann schon der nächste Kommentar geht dann aber über eine Prophezeiung. Und der findet das super, dass sich Prophezeiungen erfüllen. Habe ich nur gedacht, haben. Hat er nur wieder. Hat er Fernsehen gesehen, während er das geguckt hat, gehört hat. Wie ist das Zitat aus dem Fisch namens Wanda? Auch Affen lesen Philosophiebücher, aber sie verstehen sie nicht. Ja, also. Kann man sowas sagen? Danke fürs Zuhören, aber mit dem Verstehen muss man noch mal sehen. Aber es gibt immer Raum nach oben, das ist auch schön.
Dann schreibt Dieter Kleve: Danke für die interessante Folge. Ich bin unsicher, inwieweit man die orthodoxen Juden für ihre harte Disziplin verurteilen kann. Die Regeln wirken für Außenseiter absurd und schädlich, aber mit der ehrlichen Angst vor einem neuen Holocaust im Rücken. Und dagegen hatten wir ja gesagt, dass das ist ja gerade das, was wir so krass fanden, dass man halt den Leuten Angst macht und die damit dazu kriegt, irgendwelchen absurden Regeln zu folgen. Dass man immer dieses krasseste aller Druckmittel in der Hand hat, moralischer Art, und sagt, ja, du musst dich an diese Regeln halten, sonst wird der Gott sauer und dann bist du schuld am nächsten Holocaust. Das ist natürlich genau das, was gar nicht geht in meinen Augen. So eine Angstmacherei und so einen Druck aufzubauen. Ja, stimmt. Aber wenn du der Empfangene dieses Druck bist, dann ist es kein Wunder, dass du dich vielleicht doch lieber dran hältst. Das ist ja klar. Also das ist ja klar. Ja, aber dann kann man das nicht verurteilen, dass sie sich dann dran halten. Nee, das kann man ja... Das weitergeben, kannst du verurteilen. Genau. Natürlich, genau. Aber das ist ja immer so. Also ja. Ich meine, wenn Kinder ans Fegefeuer glauben, weil ihnen der Priester das erzählt, willst du da die Kinder für... Nein. Hm? Nee, genau. Also ich würde auch sagen, wir verurteilen eher die Regeln aufstellen und die dann darauf achten, dass die anderen die alle genau ausführen müssen. Ne? Und die separieren und keine anderen Meinungen zulassen. Ja. Ja, danke also für eure Kommentare. Auch bei dieser Folge dürft ihr wieder fleißig kommentieren. Unser nächstes Thema heißt In a Galaxy Far, Far Away, die Ursprünge des Judentums Teil 1. Heilserzählung. Ja gut, also ich habe versucht, da mal reinzugucken, was denn da passiert ist. Und es stellt sich ziemlich schnell heraus, dass der Unterschied zwischen dem, was man erzählt, wie das gewesen sei und was die göttlichen Eingriffe und sowas, dass das so weit von dem unterscheiden ist, was wirklich, also was auch man auch archäologisch und geschichtlich nachweisen kann, dass ich da einfach zwei Sachen draus gemacht habe und das jetzt mehr oder minder unabhängig voneinander erzähle. Das heißt, was ich jetzt probiere, ist eine Zusammenfassung der Heilserzählung des Judentums von den Erzvätern bis zum Ende des Südreiches und dem babylonischen Exil. Und die Heilserzählung ist dabei das, was so die Religion von sich selber sagt, so war das, genau. So sind wir entstanden, genau. Das sind die Grundlagen. Genau. Okay. Das ist natürlich wieder arg grob und mit der groben Kelle gemauert. denn andere Leute haben ganze Bücher voll geschrieben, zum Beispiel die Bibel. so viel Geduld wollte ich unseren Hörerinnen und Hörern und euch beiden dann doch nicht, abverlangen. Also, ich mache einfach mal. Ja, oder? Auf geht's. Wenn man gläubige Juden fragt, dann beginnt die Erzählung vor 4000 Jahren. Noch deutlich gläubigere Juden wissen, dass das also 1779 Jahre nach der Schaffung der Welt war, also etwa 800 Jahre nach der Sintflut. Boah, ja. Hey, also es gibt einen genauen Kalender. Ja, natürlich. Mhm. Und so zu Beginn geht es hier nur um eine einzelne Familie. Eine Familie, die eine besondere Beziehung zu Gott hatte. Und die Geschichte ist dann gewachsen und wurde schließlich zum Volk Israel. Ah ja. Und so geht's los mit Abram. Abram war der Patriarch einer Familie und kam ursprünglich aus Ur. Ur ist in Südmesopotamien. Er ist dann aber nach Nordwesten gezogen, an die Grenze zu Syrien, nach Haran. Und da ist ihm dann, zu seiner vermutlich sehr großen Überraschung, Gott erschienen und sagt, der Herr sprach zu Abram, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ja, da kann man ja nichts machen, wenn einem sowas passiert. Also hat Abram seine Frau Sarai und ihren Neffen Lot und seinen Neffen Lot genommen und ist mit dem nach Kanaan gezogen. Kanaan ist halt das Hochland, von dem wir eben sprachen, plus minus die umgebenden Gebiete. Und da ist er dann eine ganze Weile mit seinen Ziegen umhergezogen über das zentrale Hochland, was es da gibt. Von Shechem im Norden bis nach Hebron im Süden, bis rein in die Wüste Negev. Und hat unterwegs an ganz vielen Orten Altäre für Gott aufgestellt. Aha. Und Gott fand das gut und sagte dann nach einer Weile, hey, man wird dich nicht mehr Abram nennen. Abraham, Vater der Menge, wird dein Name sein. Viel besser. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, in dem du als Fremder weilst. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde für sie Gott sein. So, jo. Das ist eine Ansage. Allerdings, Abraham und Lot zerstreiten sich. Abraham behält das Hochland. Lot steigt ins Jordantal hinab und zieht nach Sodom.
da sind die Leute so garstig, dass die Erzählung ist bekannt, dass Gott die Stadt zerstört. Lot zieht dann weiter nach Osten und begründet da die Moabiter und Ammoniter. Ah ja, also der Gott folgt auch noch so ein bisschen mit dem Lot mit und macht da. Ja, die Moabiter Sachen. Und die Ammoniter kennen wir noch schon aus der letzten Folge. Denen soll man auf gar keinen Fall Frieden anbieten, ja, richtig. Wenn man die mal. Ja. So, neben seiner Frau hat Abraham eine Sklavin und Mätresse, Hagar heißt sie. Und ihr, deren gemeinsamer Sohn Ishmael, wird dann zum Urvater aller Araber. Ah. Das ist ein Muster. Die Angehörigen der Familie, die bei Gott in Ungnade fallen, gehen immer weg und gründen andere Stämme, die Völker, die da rumleben. Ah ja. Ja? Während der Chef selbst das zentrale Hochland behält. Ja, okay. Mhm. So, und als Abraham 100 Jahre alt ist und seine Frau Sarai, die heißt jetzt nach Gott Sarah, ist dann 90 Jahre alt, da bekommen die einen Sohn, den Isaak. Mit 100 und mit 90. Das war das, ja. Damals war es ein bisschen anders. Und Gott wollte es auch. Und Gott wollte das so. Ja. Und Isaak und Rebekka bekommen dann wieder zwei Söhne, also heiratet Rebekka, und die bekommen dann zwei Söhne, Esau und Jakob. Esau ist der ältere, stärkere, bessere. Aber Rebekka und Jakob tricksen den Esau und den Vater aus, sodass Jakob das Erbe bekommt und Esau beleidigt abzieht. Und dann das Wüstenvolk der Edomiten gründet. Gott erscheint dann Jakob und bestätigt ihm die Erbschaft. Das war gut so. Das heißt, er behält das Hochland und auch die Gunst Gottes. Das ist ja voll die Soap. Ja, Jakob heiratet dann zwei Schwestern, bekommt mit denen und mit zwei weiteren Sklavinnen insgesamt 12 Söhne. Was dann noch, jetzt noch ein interessant, also es passieren dann allerlei abenteuerliche Dinge unterwegs, so, ja. Aber was noch vielleicht interessant ist, ist, dass auf den Reisen begegnet er so einer ganz mysteriösen Figur, niemand weiß, wer das sein soll, mit der, die ihn dann zum Kampf auffordert. Und dann gibt es einen Ringkampf und dann sagt die Figur so, nee, ich ändere jetzt deinen Namen von Jakob zu Israel. Denn Israel, das heißt ja der mit Gott rang. So, El ist ja eine Bezeichnung für Gott, alternativ zu Jahwe. Ah. Ja, die Familie wächst und wächst und wird zu einem Stamm. Die 11 Brüder hassen Josef, das ist Jakobs Lieblingssohn, und verkaufen den dann an ägyptischen Händler als Sklave. Die Leute waren damals sehr robust unterwegs. In Ägypten zeichnet er sich dann als Traumdeuter aus, wird ein Ratgeber des Pharao und wird dann auch dessen Großvisier, also so ein leitender Hofbeamter. In der Eigenschaft sieht er dann im Traum eine große Dürre voraus und lässt Vorräte anlegen, sodass Ägypten dann gegen diese Dürre gerüstet ist. Die schlägt dann zu, genau wie vorausgesagt. Die Brüder kommen nach Ägypten und bitten um Getreide. Dann zieht Josef also ein Told you so, lässt aber gnädig zu, dass sich die ganze Sippe in Ägypten ansiedelt. Aha. Das heißt, das Volk Israel oder der Stamm oder die Sippe Israel wohnt jetzt in Ägypten. Und damit endet dann erstmal die Geschichte der Erzväter. Die Gräber von Abraham, Isaak und Jakob, inklusive ihrer gesammelten Lieblingsfrauen, kann man heute noch besuchen. In der Höhle von Machpella in Hebron. Die hat Abraham als Grabhöhle von den heidnischen Locals gekauft. Und zwar, falls es jemand wissen will, für 400 Silberschekel. Oh. Ist also ein Schnäppchen. Schöne Höhle. Kann man nicht anderes. Schöne Höhle für einen guten Preis. So, dann kommt der Auszug aus Ägypten. Das mache ich in Kurzform. Das kennt ja jeder aus dem Kindergarten. Also 430 Jahre lebten die Israeliten in Israel, wachsen an Zahl und am Wohlstand. Und dann in der letzten Generation passieren also allerlei Gruselgeschichten. Der Pharao versklavt die Israeliten, die müssen auf dem Bau arbeiten, die werden eingesperrt. Dann sollen die männlichen Säuglinge im Nil ertränkt werden. Dann ziehen die Israeliten eine Kurve und machen den Heist-Movie zur Rettung des Abendlandes, könnte man sagen. Wird der Plan gemacht, dass das Baby Moses der Pharaonenfamilie untergeschoben wird. Und wächst dann als Teil des Hofes auf. Ja, um einen von uns an zentraler Entscheidungsstelle zu haben. Also das geht so nicht mehr weiter, wir müssen was tun. Wir infiltrieren die von innen. Genau, das ist, was sie tun. Und Moses kriegt das so halb hin, aber nur halb. Und ermordet dann zwischendurch im Zorn einen Sklaventreiber. Muss dann flieht in die Wüste. Und da ist dann der Berg Gottes Horeb. Und da begegnet er dann dem Gott Jahwe in Form eines brennenden Buschs. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Gut, aber es war halt ein brennender Busch.
Und Gott beauftragt Moses dann, sein Volk zu befreien und in das gelobte Land zu ziehen, nach Kanaan. Schon wieder. Jo. Dann kommen allerlei, du bist vielleicht vorbei, es gibt diese allerlei Plagen, kommen über Ägypten. Der Pharao sagt, ich will die dann ziehen lassen. Aber Gott sagt, Gott verhärtet sein Herz. Wes Herz? Gott sein eigenes. Ach, das Pharao. Der Pharao sein eigenes. Ja, komm, dann geht ihr halt. Aber Gott verhärtet sein Herz. Dann sagt er, nein, ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse euch doch nicht gehen. Und dann gibt es den Deal, die Engel des Herrn kommen nach Ägypten und ermorden alle erstgeborenen Kinder. Wer, was wie Deal? Mit wem? Wer hat den Deal gemacht? Also das, was sie einen nicht wollten, was mit dem passiert, macht dann der Gott an den anderen. Von wem sterben die Kinder? Die Ägypter. Es gibt Plagen, kommen über Ägypten. Der Pharao möchte die gehen lassen. Und dann sagt Gott, nein, dann darfst du das nicht. Da sagt er, na gut, dann lasse ich die nicht gehen. Und dann holt er sich noch so die krasseste Plage von allen aus der Tasche. Und das ist halt, er schickt seine Engel, die Engel des Herrn, und die ermorden alle erstgeborenen Kinder in Ägypten. Aber das ist doch komisch. Ach, ich kann das nur verkürzt wiedergeben, aber die Geschichte ist so. Erst provoziert das der Gott durch diese komische Herzverhärtung und dann schickt er eine Plage oder was? Leuchtet mir nicht ein. Aus heutiger Sicht ist das alles, I don't know, man. Na gut. Also, aber Gott warnt die Israeliten, wenn man das Blut von Lämmern auf bestimmte Art und Weise über Türen schmiert, dann werden die Engel diese Häuser nicht betreten. Ja. Ah, okay. Und vorübergehen, auslassen oder überspringen heißt im Hebräischen Pessach. Das ist also das Passafest und das Passahlamm, was heute also noch gefeiert wird. Ah, ja, das Blut des Passahlamms. Mhm. Das heißt, die Engel gehen da vorüber und killen nicht das Erstgeborene. Genau. Aha. Ach du liebe Zeit. So, danach, was soll er machen? Ist der Pharao, gibt sich geschlagen. Und dann ist die Aussage, etwa 600.000 Männer zu Fuß, samt Frauen und Kindern, verlassen das östliche Nildelta in Richtung Sinai. Da laufen sie ein bisschen rum auf dem Berg Horeb, während die Leute unten sofort alles vergessen und ein goldenes Kalb umtanzen, empfängt Moses auf dem Berg das Gesetz. In erster Linie ist das Buch Levitikus. Darüber haben wir mit den 10 Geboten und so, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und dann bauen sie die Bundeslade und tun da Sachen rein. Also so eine Kiste, ne? Ist das? Ja, das ist so ein tragbarer Tempel oder ein tragbarer Altar, besser gesagt. Ja. Ich bin mir nicht Kiste. Im Klaren, woher sie das ganze Gold für diese Kiste haben. Da muss dann, ist ja genau vorgeschrieben, wie die auszusehen hat. Möglicherweise ist das Gold aus dem goldenen Lamm. goldenen Kalb. Kalb. I don't know, man. Jo, und dann laufen sie dahin zur Grenze nach Kanaan. Da sehen sie dann aus der Ferne diese monumentalen Städte und bekommen Angst und wollen dann lieber doch keinen Krieg führen. Gott wird dann sauer, weil die so feige sind und führt die dann 40 Jahre lang in der Irre in der Wüste rum und lässt sie hungern, dürsten und so weit verzweifeln. Bis, das sagt er so, der Letzte gestorben ist, der Ägypten kannte. Ach. Sodass man dahin nicht mehr sich zurückwünschen kann. Ja, und der letzte Akt aus diesem Auszug ist dann in Moab, in Transjordanien, enthüllt dann der 120-jährige Moses das zweite Buch des Gesetzes, Deuteronomium, und stirbt. Ja? Okay. Dramatische Ereignisse. Es ist sehr dramatisch. Und es geht jetzt erst los. Danach muss Kanaan noch erobert werden. Man guckt also über den Jordan auf dieses Hochland und denkt, Gott befiehlt jetzt den Israeliten die komplette Ausrottung aller Eingeborenen von Kanaan. Das ist ja auch schön, ne? Dann überqueren die den Jordan mit der Bundeslade voran, belagern Jericho. Gott hilft, dann ist ja bekannt die Geschichte, Gott hilft und lässt die Mauern einstürzen. Die Bewohner werden dann niedergemäht. Was Ähnliches passiert dann auch den Städten Ai, Gibeon, Hebron, Jerusalem, Jarmut, Lachish, Eglon und Hazor werden auch zerstört. Die Leute in Gibeon sehen das kommen und versuchen noch irgendwie einen Trick. Die sagen nämlich, ja, euer Gast hat ja nur gesagt, ihr sollt die Eingeborenen umbringen und wir sind überhaupt keine Eingeborenen, wir sind bloß zufällig hier. Und dann sagen die Israeliten auch, ja, dann ist gut, dann könnt ihr hier bleiben. Und dann sind sie schon weg und sagt Gott so, Moment mal. Das stimmt doch was nicht. Das ist so nicht. Ihr müsst da wieder hin und dann gehen sie wieder hin und bringen die doch noch um. Oh, dieser Gott ist ja ein total komischer Charakter. Ja. Besoffen oder was? Also manchmal gewinnen die Israeliten selten durch Macht, meistens durch Schlauheit, weil die von der Zahl her unterlegen sind. Und manchmal hilft oder oft hilft der Gott ihnen aber auch, indem er zum Beispiel Steine vom Himmel wirft auf die feindliche Armee drauf. Also da war der Gott noch so richtig
Er war dabei. Er war voll in Aktion, man hat ihn gesehen, der hat Sachen gesagt. Menschlich. Er hat gebrannt, man hat ihn gehört, offensichtlich. Ja, Stein geworfen. Voller Action-Gott. Ne? Und war auch recht menschlich unterwegs. Mal sauer, mal mit verkatert, hört es sich so an. Ja, also mal ist er sauer, mal ist er angry und mal ist er richtig böse. Da, wie dem auch sei, am Ende sind alle Eingeborenen tot und die Hebräer nehmen das Land in Besitz. Das ganze Land? Nein, nicht das ganze Land. Denn, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Gut, so, also Kanaan war besiedelt, zumindest das Hochland. Die Stämme da, die haben ja 12 Stämme, die von den 12 Söhnen herstammten. Die 12 Stämme verwalteten sich einzeln und es gab ein Komitee von Richtern, das über Generationen die gemeinsame Kammer bildete. Aber irgendwann hat dann Gott gesagt, das geht so nicht. Sie braucht einen König. Und das soll Saul werden, vom Stamm Benjamin. Gut, dann war das so. Also, ja, das haben die dann gleich eingesehen. Und dann gibt es aber eine Schlacht gegen die Philister. Es ist übrigens ganz interessant, die historischen Philister könnten eins der Seevölker sein, die sich nach ihrer Kampagne da unten niedergelassen haben, an der kanaanitischen Küste. Ah ja. Ich weiß es aber nicht so genau. Es geht, die Theorie beruht im Wesentlichen auf der Namensähnlichkeit. Aha. Also man weiß es nicht. Was es aber auf jeden Fall ist, ist interessanterweise der Ursprung des Wortes Palästina. Mhm. So, aber die Philister sind scheiße, man muss gegen die kämpfen und bei einer Schlacht gegen die Philister fällt der Hirtenjunge David aus Bethlehem positiv auf, der den gewaltigen Krieger Goliath durch seine List besiegt. Das finden alle super, deshalb muss er gleich die Tochter von Saul, den König, heiraten, als Art Militärführer. Der König ist begeistert, denn David brachte Saul 200 Vorhäute von getöteten Philistern. Oh, da würde mich auch sehr drüber freuen. Schau, was die Katze gemacht hat. Aber die Geschichte geht tragisch weiter. Saul fällt also vom wahren Glauben ab. Gott wird sauer. Er macht also irgendwelche Riten falsch. Mhm. Nee. Gott wird sauer. Also es klingt so ein bisschen nach einer Entschuldigung. Das hat er falsch gemacht. Gott wird jedenfalls richtig sauer und bei einer Schlacht gegen die Philister sterben zuerst Sauls Söhne. Und dann bringt Saul sich aus Verzweiflung selber um. Davids Kampftrupp marschiert dann in der Nacht- und Nebelaktion auf Hebron und in Juda und wird zum König ausgerufen. Dann marschiert er weiter, vertreibt die Jebusiter aus Jerusalem und baut da seine neue Hauptstadt auf. Und das ist der Beginn des Vereinten Königreiches Juda. Das ist also quasi die goldene Zeit des Volkes Israel. Dann werden Reihe nach, gibt es einen militärischen Sieg nach dem anderen. Die Philister werden besiegt, die Ammoniter, Moabiter, Edomiter. Cool, die waren ja auch die Bösen. Ja, richtig die Bösen. So. Und schließlich herrscht König David unangefochten über ein riesiges Territorium. Dann gibt es den Sohn König Salomon. Der ist König von 970 bis 931. Der baut das Reich und die Hauptstadt weiter aus. Es gibt monumentale Bauten. Und am größten von allen ist natürlich der gewaltige Tempel Jahwes und der prächtige Königspalast. Wie man so schön sagt, so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Welt begehrte Salomo zu sehen, damit sie die Weisheit hörten, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Da war der David dann schon tot, oder was? Ja, genau. Also ist ja, der hat das so aufgebaut und der Salomo war dann voll der weise, coole. Genau. So, und dann ist die goldene Zeit auch schon vorbei. Nach dem Tod Salomo geht das noch ein paar Jahre gut. Und danach gibt es dann zwei Reiche im Hochland. Das Reich Juda im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem und das Reich Israel im Norden mit der Hauptstadt Shechem. Später ziehen die um nach Samaria. Und da herrscht das Haus Omri, die Omriden. Und der Gegensatz ist, also das ist völlig klar, im Südreich haben die Stämme Juda und Simeon, das sind die beiden Stämme, die da wohnen, alle Kanaaniter komplett ausgerottet und bleiben deshalb durch die Generationen stark und gottesfürchtig. Während die 10 Stämme im Nordreich nicht alle Kanaaniter getötet haben, insbesondere nicht deren Frauen, die haben sie lieber für sich selbst behalten, sodass sie im Laufe der Zeit zu schwächlichen Idioten werden. Uiuiuiui. Ja, ist ja völlig klar, dass das passieren musste. Also schön König Salomo, er sagt die Geschichte, also die Heilsgeschichte, betrachtet die Nordstämme als Kolonialvolk und baut seine eigenen Städte dazwischen in deren Land rein.
die fallen dann auch immer wieder von den göttlichen Gesetzen ab und fallen ins Heidentum zurück. Und dann kommt ihr und sagt, nee, das geht aber so nicht oder irgendwas geht schief und so weiter und so fort. Irgendwie ist aber merkwürdig, dass trotzdem die Nordstämme total reich sind, viel weitläufiger und ein deutlich größeres Herrschaftsgebiet haben mit deutlich mehr Siedlungen als das Südreich. Aber wie dem auch sei, Gott entzieht ihnen also kopfschüttelnd den Schutz. Israel wird von einer erstarkenden syrischen, assyrischen Reich erobert. Das ist also, die kommen also von Norden, ja, von Nordosten und erobern zuerst die Besitzungen in der Ebene, das ist einigermaßen fruchtbar, und dann auch die Siedlungen im Hochland. Im Jahr 720 vor der Zeitenwende werden dann die Bewohner des Nordreiches nach Mesopotamien entführt und assyrische Siedler lassen sich in Israel nieder. Das Nordreich ist dann weg. Die 10 Stämme sind verloren unter fremden Völkern. Verloren. Nur noch das kleine Juda um Jerusalem herum ist übrig. So, und das ist für große Teile des Alten Testaments die Gegenwart, aus der die raus erzählen. Von der glorreichen Geschichte des auserwählten Volkes, dem Großreich David und so weiter, ist nur noch das kleine Land um Jerusalem mit dem Tempel und Hebron mit den Gräbern der Patriarchen übrig. Wo die Höhle ist, die Abraham gekauft Die hat. Schöne Silbermünzenhöhle. Genau. Und das geht dann noch so ein paar Generationen, Elend so weiter. Aber in der Zeit finden wir auch schon Prophezeiungen, dass einst ein großer König herrschen wird, der alle Israeliten befreien und vereinigen würde und dem Gott der Israeliten zu seinem Ansehen und Recht verhelfen würde. Und dann, ihr werdet es kaum glauben, Wunder über Wunder, es gibt tatsächlich eine Renaissance. König Josia von Juda stellt sich raus als direkter Nachkomme von König David über 16 Generationen hinweg. Oha. Der bringt also ein Stück Glorie zurück und wird in der Bibel als natürlicher Nachfolger Moses, Joshuas und Davids gepriesen. Der Josia ist enorm fromm, heuert sofort neue Priester an, lässt den runtergekommenen Tempel wieder aufbauen. Und was für ein glücklicher Zufall, Arbeiter finden im Tempel im Jahr 622 ganz zufällig das 5. Buch Mose, das bis dahin komplett vergessen worden war. Ah. Und das tun sie dann zu den anderen 4 Büchern. Das ist das Deuteronomium, das 2. Gesetzbuch. Ja, Levitikus, das 1. Gesetzbuch, das hat ja der Mose vorher schon aufgeschrieben. Mhm. Das hier hat er dann auch aufgeschrieben, aber das ist dann vergessen worden. Ja. Und jetzt haben sie es aber wiedergefunden. Zum Glück. Was für ein Glück. Er ist auch so fromm, dass er den Jahwe-Kult komplett umbaut. Der vom wahren Glauben abgefallene Tempel im Nordreich, dem wird die Legitimität aberkannt. Die Altäre an, in Anführungsstrichen, hohen Orten werden vernichtet. Und jede von außen kommende, also aus den Umländern, kommende religiöse Handlung wird verboten. Jahwe darf jetzt nur noch im Tempel von Jerusalem verehrt werden. Nur noch Jahwe darf im Tempel von Jerusalem verehrt werden. Und sein Wille ist jetzt nur noch dem König und den dortigen Priestern bekannt. Seine Schreiber, also des Königs, geben der Heiligen Schrift jetzt ihre alte und korrekte Form wieder. Aha. Dieser Josia ist also eine messianische Figur. Der bringt Gottes Segen zurück auf Israel. Er sitzt also in dem Südreich. Ja? Das Nordreich ist weg. Ja, bitte. Es ist ja interessant, dass dieser Josia, jetzt ist der so die Figur und der Gott selber sagt nichts mehr zu all dem. Ne? Obwohl große Verwirrung herrscht und so, äußert er sich einfach nicht mehr. Sondern der Josia sagt so, Gott sagt schon zwischendurch immer noch was, aber ich habe das jetzt ja nur wirklich arg. Also ich frage mich mal, wann hat der Gott aufgehört mitzumachen? Ja, Gott äußert sich jetzt nicht mehr mit so Riesendingern, sondern er sagt jetzt nur noch Sachen im Tempel zu den Priestern. Das ist ja geil. Also wirft nicht mehr selber mit den Steinen. Er sagt, den Priester wirf mal mit dem Stein. Und nur noch im Tempel hört man den. Okay, gut. Mhm. Also, eine messianische Figur, der bringt Gottes Segen auf das Land zurück. Und weil er jetzt dabei ist, erhebt er natürlich auch Anspruch auf die Herrschaft über das Nordreich, um es zurück zu Gott zu bringen. Denn über diese Geschichte, die wir eben gehört haben, ist ja völlig klar, dass die Reiche eigentlich zusammengehören. Ja. So, der Versuch scheitert aber. Und das ist eine komische Geschichte, ist also etwas merkwürdig. Da fehlt irgendwas in der Überlieferung. Der Pharao trifft sich auf dem Berg Armageddon bei Megiddo. Mit dem König der? Der Assyrer. Ah ja. Und Josia marschiert dahin und wird dann umgebracht durch den verräterischen Pharao. Die Motivation dahinter ist aber nicht ganz klar. Da steht, der Pharao Necho, der König von Ägypten, zog herauf gegen den König von Assyrien an den Strom Euphrat. Und der König Josia zog ihm entgegen. Aber Necho tötete ihn in Megiddo, sobald er ihn sah. Also wenn man mal auf die Landkarte guckt,
natürlich immer in Google Maps, das ist ja alles noch da. Mhm. Megiddo liegt also im Norden des Nordreiches. Jetzt fragt man sich, was der König des Südreiches mit seiner Armee da oben macht. Da könnte man sich möglicherweise die Motivation, warum der Pharao sauer ist, zusammenreimen, aber das wird halt betont nicht geschrieben. Was auch immer. Die Geschichte, der Typ ist tot, es gibt Nachfolger. Dann wird das Babylonische Reich immer mehr zu einer Großmacht, besiegt die Ägypter in der Küstenlinie, in der Küstenebene, übernimmt die Küstenebene und marschiert dann in das Hochland ein. Das kleine Land Juda wird sich also verbissen, sagt die Geschichte, aber im Jahr 586 kommt es zu einem Showdown. Der König wird entführt, seine Söhne werden umgebracht und am siebten Tag des fünften Monats kam der Oberst der Leibwache, der Knecht des Königs von Babel, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus der Könige. Und alle Häuser in Jerusalem, alle großen Häuser verbrannte er. Und die ganze Heeresmacht der Chaldäer riss die Mauern Jerusalems nieder. Das Volk der Stadt führte der Oberst der Leibwache weg. Aber von den Geringen im Lande ließ er Weingärtner und Ackerleute zurück. So, damit endet auch das Reich Juda und auch meine Geschichte. Das ist eine komplizierte Heilsgeschichte. Hast du auswendig gelernt? Auf und ab habe ich mir gemacht. Na gut. Das ist ja sehr so, sehr wenig mystisch, sondern eher so eroberungsmäßig. Ja. Welches Land gehört und so. Also sehr recht weltlich. Ja, und so Clans, die dann gegeneinander streiten und dann gehen die dahin und sagen, das ist aber meins, nein, das ist meins und das sind unsere Gesetze, ja, also besser, du hast dich nicht dran gehalten, stirb! Ja, ist so sehr weltlich, ne? Wenig mystisch. Dann nehme ich all deine Kinder weg. Nein, das geht ja nicht. Naja, also Gott greift schon ständig ein und macht Sachen. Ne? Ja. Also, ja, aber es macht es ja nicht mystischer. Aber das ist auch lustig. Ja, nicht nach unserem Verständnis, das stimmt. Ja. Dann sagen die, ja, wir töten alle Erstgeborenen. Dann sagen die, nein, das dürft ihr nicht machen. Und eine halbe Stunde später kommt der Gott und sagt, so, jetzt töte ich von den anderen alle Erstgeborenen. Oder, also irgendwie. Ja, biblische Ethik ist halt nicht brauchbar in so einer Hinsicht. Nee. Das mag mal, so gewesen sein, dass die Leute gesagt haben, ja klar, machen die das. Ist doch klar. Aber da ist halt nichts damit anzufangen, mit diesen biblischen Geschichten. Da kann keine Moral, keine Ethik raus erwachsen. Ich finde das auch irgendwie wenig spannend. Irgendwie. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie total spannend, aber irgendwie. Nee, das ist nicht total spannend. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Nee, das, ja, also nichts gegen dich, Oliver. Das ist, nee, ja, aber deswegen. Das aber so, spannend. Also so, was man dann so über Buddha liest oder über Jesus, das ist, hat durchaus mehr Unterhaltungswert, möchte ich meinen. Oder? Anders. Also die Jesus-Geschichten sind auch schon oft nicht besonders spannend. Also die ich aus der Schule kenne, finde ich auch nicht sehr spannend. Naja, aber spannender als das Zeug. Das ist schon fast so wie Geschichtsunterricht. Da ändert er das und das. Ja, nun, es bleibt mir ja nichts anderes. Ja, nee. Ist ein 800-seitiges Buch, ja, ja. Was ich hier zusammenfasse. Ja, ja, also, ja. Das, natürlich trocknet das in der Zwischenzeit aus. Also der Gott hat noch viel mehr Untaten. Der hat Leute umgebracht. Ne? Das ist, wenn man sowas mag. Ja gut, okay. Ist das einfach ein Renner? Ja. Ja, ist auch nicht mein Genre. Ja, okay. Aha. Aber so war das. Jetzt wisst ihr so Bescheid. War das. Aha. Also, so ist ihr Bescheid. Anführungsstriche. Okay. What comes now? Wir kommen zu dem zweiten Teil von dem Segment In a Galaxy Far, Far Away, die Ursprünge des Judentums. Oliver erzählt uns was über die archäologische Sicht auf die Geschichte. Ne? Ja, nach dem letzten Segment schäme ich mich jetzt ein bisschen. Warum? Weil wir das jetzt leider zerlegen müssen, was die so erzählen. Also es gibt eine ganz kurze Fassung und etwas längere zu der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, zu dem Faktencheck der Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Insbesondere aus historischer Sicht und aus archäologischer Sicht. Historischer Sicht, weil das ja in einem Kontext passiert, vielleicht hat der Kontext was dazu gesagt oder geschrieben. Und archäologischer Sicht, die sagen, da war das da, war genau da. Da muss man ja mal mit einer Schaufel hingehen und gucken, ob es da war. So, und die Kurzversion ist zu den Erzvätern. Gibt es keinerlei Belege. Es gibt diese Höhle. Da sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, dass die möglicherweise in vormonotheistischer Zeit als Geburtsstätte des Sonnengottes angesehen wurde. Das heißt, in eigentlich christlicher Manier könnte sein, dass die was genommen haben, was vorher schon heilig war, und gesagt, das gehört jetzt aber uns. Ah, was eh schon eine interessante Höhle schon ganz lange war. Genau, das passiert doch häufig. Aufgeladenen Mythen vollgestopft war. Genau. Zu dem Aufenthalt und zum Auszug aus Ägypten
Da gibt es keinerlei Belege. Es gibt aber Belege zu vergleichbaren Völkerwanderungen von damals, wo die Stämme sich umgesiedelt haben. Ah ja. Das haben die Ägypter schön nachgehalten. Aber stimmt, wenn so ein Riesenvolk rumwandert, muss man ja irgendwie fast... Ja, wenn das 600.000 Männer waren, dann wünscht man sich jetzt denen nochmal 600.000 Frauen dazu und Kinder und Vieh und was auch immer alles. Und du hast gesagt, wie viele Jahre, 40 Jahre in der Einöde rum, mhm, vielleicht Spuren hinterlassen haben. Ne? Und die Geschichte geht einfach länger, ja. Haben sie aber nicht. Verrückt. Die Eroberung Kanaans, keinerlei Belege. Das Reich Davids und Salomos, keinerlei Belege gefunden. Gar nicht, auch zu David nicht. Tolle, prosperierende Riesenreiche, die gegen dann auch gekämpft haben und alles Mögliche. Aber das finde ich jetzt schon erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass jetzt so solche Lichtgestalten wie jetzt der David zumindest mal irgendwo vorkommt. Nope. Nicht. Also es gab Konflikte zwischen Ägypten, Assyrien und Babylonien, hauptsächlich um die Ebene darum ging. Also das waren, wenn ich das richtig sehe, ist das ein elender Felshaufen. Okay. Und die, aber drumherum war es ganz interessant. Das heißt, diese Reiche in dem Kontext, dass die auch alle total angeschlagen waren zu der Zeit und dann so langsam wieder wuchsen und die anwuchsen die anderen und dann sind die Einwohner zusammengebrochen. Da gab es also Konflikte um diese Gegend. Insbesondere um diese Küstenebene und zweitrangig auch auf dem Hügelland. Und dann gibt's, es gibt, ich glaube, ein oder zwei Stellen, wo der König sagt, so, ja, wir haben die, also wo die Ägypter sagen, wir haben die und die niedergemäht und die Israeliten sind dann auch irgendwo dabei. Das heißt, es gab so jemanden im 10. Jahrhundert oder im 8. oder ich weiß es nicht mehr wirklich. So, ja, es gibt, man muss da sehr vorsichtig sein, aber die Ägypter haben aufgeschrieben, dass es jemanden dieses Namens irgendwo gibt. Okay, okay. Ja, aber weiter kannst du halt nicht ran. Ja, 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 ja. So, es gibt archäologische Belege für eine Reihe von bronzezeitlichen und eisezeitlichen Besiedlungswellen auf dieses Hochland. Also es gibt drei oder vier Wellen, das kann man so an der Keramik benutzen, also sind es andere Leute und sowas. Mhm. Es gibt eine Krise zum Ende der Bronzezeit um 1200 rum, wo, wie wir alles zusammengebrochen ist, da gab es irgendwie nur noch 25 kleine Siedlungsstellen. Und dann gab es bis ins 6. Jahrhundert rein, als die Babylonier kamen, als platt gemacht haben, so einen allmählichen Aufbau mit bis zu 500 Orten. Also die Orte sind keine Städte. Also gab auch einzelne Städte, aber diese 500 Orte sind keine Städte und eigentlich auch keine Dörfer in unserem Sinne, sondern das war mehr so in einem Kreis angelegte Hütten und in die Mitte konnte man dann ein Vieh, ja, also dass sie nachts nicht überfallen, nicht gefressen wurden von irgendwelchen, was auch immer es da gibt, Wölfe oder sowas. Es gibt Hinweise auf Altäre an hohen Orten, in Anführungsstrichen, wo die Leute geopfert haben, auf Bergen. Oder so Hügeln oder was. Oder in an besonderen, vermutet man, an besonderen so Hainen, so Waldstücken oder sowas, die den Leuten heilig waren. Also du sagst, wo die Leute geopfert haben. Also haben die Menschen geopfert oder haben da Leute Nein, Leute haben etwas geopfert. Okay, also meinetwegen eine Taube oder einfach hier irgendwie so Mehl. Rauchzeug, Mehl. Rauchzeug. Ja, so, wie heißt das denn noch? Ja. Du hast doch eine Klosterschule. Weihrauch. So, es gibt... wenn man sich das anguckt, sagen die Leute, die sich mit sowas auskennen, der zentrale Schlüssel für dieses Verständnis dieser ganzen Sache ist der König Josia, von dem wir vorhin schon gehört haben, der von ungefähr 640 bis 609 regiert hat und der da über ein ganz winziges Land geherrscht hat, nämlich Jerusalem, das ist ja der Ort des Tempels, und Hebron. Das ist der Ort, wo die Gräber der Erzväter liegen in dieser Höhle. Also den Josia gab es dann auf einmal wieder? Ist also von auszugehen, ja. Und da muss man ja sagen, das ist schon ein glücklicher Zufall, dass der gerade über diesen beiden für die Historie des Volkes so zentralen Stellen geherrscht hat und sonst eigentlich nicht über so viel. Und er hatte auch einen gewissen Ehrgeiz. Dieser Josia wollte offensichtlich sein Reich signifikant vergrößern und meldete dann also messianischen, gottgesandten Anspruch auf das gesamte Hochland an. Er hatte jetzt nur noch irgendwie so ein Drittel oder ein Viertel davon. Mhm. Das heißt auch auf die verlorenen Gebiete, wo das Nordreich vorher war gewesen. Er sitzt jetzt also im Südreich in Jerusalem und guckt da so rüber. Und das Nordreich war halt relativ attraktiv. Und deshalb war das zum Spielball der lokalen Großreiche geworden, insbesondere Ägypten und Assyrien. Und was er jetzt gemacht hat, das hat er sich eine Cover-Story zusammengebastelt, systematisch, die den Anspruch, den natürlichen Anspruch auf diese Herrschaft demonstrieren sollte. Ah.
Und damals gab es natürlich eine Einheit von Religion und Politik, das war quasi dasselbe. Und deshalb hat er damit angefangen, dass er den Kult vereinheitlicht hat, den es damals gab, den Götterkult, und zwar auf die exklusive Verehrung von Yahweh und die exklusive Verehrung, die Zentralisierung auf die Hauptstadt Jerusalem. Das heißt, man durfte nur noch in diesem Tempel opfern. Ah, bis dahin war das halt verbreitet, dass man durchaus auch andere Gottheiten neben Yahweh, der der Hauptgott Israels war, anderswo angebetet hat, an diesen hohen Orten. Das heißt, er hat sich special gemacht. Der hat gesagt, meine Stadt ist special, hier ist der super special Tempel von meinem super special Gott. Genau. Das könnte, ich weiß das nicht, das könnten da auch, wir hatten ja beim letzten Mal die Leute, die mir an Sternen und vor Sternen und Planeten sich verneigen, die waren ja extrem böse. Ach stimmt, die Planeten. Möglicherweise haben die sich an hohen Orten vor Sternen und Planeten verneigt. Das heißt, dass die da wieder auftauchen. Das weiß ich aber nicht, das ist Spekulation. So, und um das dann zu untermauern, seinen Anspruch, hat er dann also alte Schriften aus verschiedenen und mittlerweile nicht mehr bekannten Quellen zusammengetragen und neu edieren. Also neu zusammengefasst, neue Redaktionen rausgegeben. Mhm. Und das war ein großer Schritt zu der Tora, wie wir die heute kennen. Ah. Da zum Beispiel gab es eine eigene religiöse Tradition im Nordreich. Die haben zum Beispiel nicht den Gott Yahweh verehrt, sondern den Gott El. Und da haben sie gesagt, ja, das ist eigentlich der gleiche. Und ihr dürft das jetzt nicht mehr machen, ihr habt das ganz falsch gemacht. Das heißt, die Herrscher und die Priester wurden als Schwächlinge dargestellt, die also ohne Legitimation geherrscht hatten. Jetzt schon nicht mehr in der Gegenwart, aber vorher, die wussten eh nicht, was sie taten. Und du kannst halt sagen, die Leute, die sich mit sowas auskennen, an dem Text der Tora im hebräischen Original kannst du sehen, ob diese Schriften aus dem Nordreich kommen oder aus dem Südreich kommen, bevor sie die zusammengefasst haben. Weil die einen den Gott als El bezeichnen und die anderen sagen Yahweh. Mhm. Okay, ja. Und weil das jetzt das Gleiche war, war das nicht mehr wichtig. Mhm. Stimmt. Also das haben sie es da so gelassen. Ja, meint eigentlich denselben, dann muss man denen das nicht wegnehmen, ne? Dann sagst du, ja, das ist... Ja, man nimmt was schon da ist und topfen es um. Der hat dann ja auch das zweite Gesetzbuch mit dann aktualisierten, angepassten göttlichen Regeln gefunden, in Anführungsstrichen. Es gab dann eine zweite Partei bei den Priestern des Zentraltempels. Sie haben also die Deuteronomiumistenpartei gegründet. Das waren halt dieses Gesetz, die wollten, dass man nicht mehr das alte Gesetz sich hält, sondern das neue, was das aktualisiert. Mhm. So, das ist dann die Deuteronomisten-Schicht der Tora, die durch diese Edition stattgefunden hat. Es gab also ältere Texte, die haben gesagt, nein, wir bauen das alles um, wir haben hier noch was dran gehängt, das wird dann auch in die Tora, nicht in die Tora, aber in die Bücher dahinter geschrieben, danach geschrieben, wie die das gefunden haben und wie das alles so vor sich ging. Die haben also das umgebaut. Und die haben dann wahrscheinlich auch die Geschichte von der goldenen Zeit unter David und Salomo konstruiert, um zu zeigen, nicht nur, dass die anderen Idioten sind, sondern dass es dem Land unter der Herrschaft eines einzigen Königs in Jerusalem allen besser ginge. Ah ja, klar. Als macht Sinn. War da schon besser. Das macht Sinn. Heute wieder. Genau, und wollt ihr, dass sich vielleicht wir haben? Und wir hätten hier einen König und der könnte doch und so. Ja, war geschickt. Es gibt also, ist nicht originell, aber geschickt. Also habe ich ja schon gesagt, es gibt allerdings keinerlei archäologische Hinweise auf den Reich Davids oder irgendeine Unterbrechung in dieser Sache. Sondern du siehst also, dass sie sich damals eben einfach kontinuierlich weiterentwickelt haben, die Siedlung. Ja. Es gibt aber auch insbesondere keine Hinweise auf die Existenz eines salomonischen Tempels. Also der hat ja Salomon den prächtigsten, den ersten Tempel gebaut. Also der Tempel, der vor dem Tempel Herodes kam. Das war der zweite Tempel zur Römerzeit. Und einige Juden wollen jetzt gerne den dritten Tempel aufbauen, wenn sie denn eines Tages, einige wenige. Es deutet darauf hin, dass es den ersten Tempel gar nicht gab. Man weiß also genau, wo der zu suchen ist. Und es besteht auch enormes Interesse daran, da was zu finden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Man findet aber nichts, es gibt nichts. Die späteren Gebäude wurden auf dem blanken Fels errichtet, neuere Gebäude dann auf deren Fundamente und darunter ist nichts. Mhm. So das Buch, was ich gelesen habe, das Buch ist von Finkelstein und Silbermann, das heißt The Bible Unearthed. Und einer von denen sitzt in Tel Aviv, der andere ist in Belgien. Und die enden das entsprechende Kapitel mit dem Satz, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, habe ich den Satz, so, bap, es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass es den gibt. Genug gesagt dazu, kommen wir zu was anderem. Also
die Interpretation wollten sie dann wohl nicht den Idioten überlassen, dass sie sich denen da Material geben, sondern muss man sich sehr fast bei denken. Das war das Reich Davids, es gibt es nicht. Die gewaltsame Eroberung Kanaans wurde wahrscheinlich, auch dafür gibt es nichts, die wurde wahrscheinlich aus Gründen konstruiert, die wir heute nicht mehr so wirklich nachvollziehen können. Möglicherweise um die Stärke der israelitischen Armee unter Gottes Führung gegen die übermältigende Übermacht der umgebenden Völker zu demonstrieren. Ja, stimmt. Guck mal, da haben wir da gewonnen und da gewonnen. Genau, ja. Wenn Gott bei uns ist, gewinnen wir. Und dann haben wir das so schlau gemacht. Und uns steht jetzt ja auch ein Kampf gegen das Imperium bevor, wenn wir das Nordreich wieder haben wollen. Und wir glauben eigentlich nicht, dass wir das schaffen. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch mit Gottes Hilfe. Weil guck mal, damals hat das auch geklappt und wie schlau das ist alles. Genau. Es gibt also aus der Zeit, in der die Eroberung Kanaans stattfinden sollte, keinerlei archäologischen Zeugnisse für größere Kriege oder Kampagnen während der fraglichen Zeit. Die Siedlungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Ja, und die Erzählung der Erzväter und vor allem auch Abrahams Wanderungen durch das gesamte Hochland und das Säen von Jahwe-Altaren überall im gesamten Hochland ist jetzt natürlich großartig als Legitimation, dass Jahwe und damit auch der König Josia Anspruch auf die Herrschaft über das ganze Gebiet hatten und nicht irgendjemand anders. Weil die damals schon überall hingepinkelt haben. Die haben damals schon überall hingepinkelt. Nebenbei werden die Erzväter benutzt, um klarzumachen, dass die Nachbarvölker zwar verwandt mit uns sind, aber irgendwie minderwertig. Die stammen immer von den Ungnade gefallenen Nebenzweigen der Familie ab. Das heißt, es fällt einem leicht zu sagen, ja, die sind zwar, aber die sind doch doof. Genau, ja, die sind uns zwar ähnlich, aber der Herrschaftsanspruch der Hebräer und insbesondere des Hauses David, die bleibt dann halt gewahrt. Ja, ja, ja. Ja, aber so interpretiert man seine Umgebung dann um, ne? Den schiebt man eine Geschichte unter, die die gar nicht haben, um dann zu sagen, ja, guck, also dürfen wir hier den Land, das wir jetzt wegnehmen heute auch. Heute auch, genau. Ja, ja, genau. So, allerdings, und das hört dann nicht auf, sondern es geht dann noch ein bisschen weiter. Also die, trotz aller Bemühungen ist Josia offensichtlich wirklich gescheitert. Das wird irgendwie angenommen, dass er da hingereist ist, weil der Pharao Necho neu auf dem Thron war und dass man ihm eine Treueeid leisten sollte, weil er in dessen Hinterland lebte. Da musste man das machen. Mhm. Aber irgendwie hat er dessen Zorn erregt. Möglich weiß man nicht genau wie, aber es könnte damit zusammenhängen, dass er eine militärische Kampagne in den Norden gemacht hat. Also er ist da offensichtlich mit seiner Armee aufgetaucht im Norden. Angeblich um ihm die Treue zu schwören, aber ich meine, wenn man schon mal da ist. Und das hat den Pharao offensichtlich dermaßen nachhaltig erregt, dass er das Problem robust gelöst hat. Und das steht auch normalerweise wird immer ausführlich begründet, warum dieses und jenes und wie der Zusammenhang hier war und so. Und hier fehlt er einfach. Er stellt so, ja, der ist dahin, dann hat der Pharao ihn umgebracht, als er ihn gesehen hat. Nächstes. Ja, das ist ein bisschen kurz. Ja, das ist so offensichtlich ein Loch. Ja, ja, ja. Also so, ja, darüber reden wir jetzt nicht. Nächstes. Also man kann das zusammenfassen, wenn man es sehr kritisch sieht, dass man sagt, die glorreiche 1,5 Jahre umfassende biblische Geschichte des Volkes Israel wurde in einer einzigen Generation aus machtpolitischen Gründen erfunden. In einer einzigen Generation. Um halt eine Coverstory zu bauen, den Anspruch auf das eigenen Charakter als Großreich zu manifestieren und als Überlegenheit seines Gottes über alle anderen und damit auch seiner eigenen Herrschaft über alle anderen. Und dann wurden wahrscheinlich über die Jahrhunderte immer weiter dran gebastelt, noch dran gepappt, das und das. Genau. Einer Generation so eine krasse Geschichte, wahrscheinlich hat sich dann immer als Selbstläufer das Es gab dann noch das babylonische Exil und in der Zeit gab es also offensichtlich wirklich, und da haben die Babylonier auch geschrieben, wir haben hier diese Typen gefunden, wir wissen nicht so recht, was wir mit denen anfangen können. Und in der Zeit wurde, genau wie du sagst, die Schriften von den Priestern nochmal auf die damalige Situation angepasst. ist der Tempel nicht mehr da? Das eigentliche Jerusalem ist ja im Himmel, das himmlische Jerusalem, wo Gott auf seinem Thron sitzt. Also das war völlig unheard of, dass Gott auf dem unsichtbaren Thron sitzt. Mhm. Aber wenn der Thron unsichtbar ist, ist er ja quasi überall. Und das heißt gar nicht so schlimm, dass wir nicht in Jerusalem sind. Und so weiter. Die haben das halt nochmal umgebaut. Und das ist dann die exilianische Schicht des Alten Testaments. Das ist also, soweit wir wissen, die letzte systematische Bearbeitung dieses Materials, was es da gibt. Okay. Der war jeweils auf ihre Situation angepasst. So ganz so heilig war es dann vielleicht doch nicht.
Naja, das war bestimmt super heilig und nur ganz bestimmte durften das anpassen. Ja, da bin ich überzeugt von. Und haben die ja auch nie. Ja. Das ist ja alles. Das ist ja alles vor Gott. Es hat aber noch ein interessantes Nachspiel, dass diese messianischen Prophezeiungen, die die deuteronomischen Priester in die Tora geschrieben haben, um Josias göttliche Sendung zu beweisen. Ja? Das wird einer kommen, der wird die Juden überall retten, der wird das Reich verehren, der wird uns befreien und so weiter und so fort. Die wurden dann 800 Jahre später neu interpretiert und als Prophezeiung über einen ganz anderen König der Juden gedeutet. Mhm. Weil es halt praktischerweise schon da war. Und deshalb haben die, sehen die Christen das halt als Vorspiel zu ihrem Christenkram, zu ihrem Neuen Testament. Ne? Mhm. Ja, bin ich jetzt fertig. Ich kann das Buch empfehlen von Finkelstein und Silverman, The Bible Unearthed. Bin da überzeugt davon, auch davon gibt es eine deutsche Version. Ist das auch ein Taschenbuch, ist auch schon ein paar Jahre alt. Es wird also nicht Gott und die Welt kosten. Vielleicht noch so eine Anmerkung, nachdem ich das Buch gelesen hatte, das zum ersten Mal, ist schon eine Weile her, habe ich gedacht, das ist aber echt kacke. Wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, der Schauplatz des größten Teils dieser Heilsgeschichte und dieser Ereignisse, die da erzählt werden, das kanaanitische Hochland, das liegt heute ist heute der Kern der palästinensischen Autonomiegebiete. Ah. Versteht ihr, was ich meine? Brisant. Die ganzen heiligen Orte sind im Moment nicht in jüdischer Hand. Das macht die Versöhnung enorm schwierig. Ja. Und der Gott sagt ja, oder das Miteinander, sagen wir mal, miteinander leben, enorm schwierig. Der Gott sagt ja auch ständig, nein, ihr müsst dahin, ihr müsst alle umbringen, die da sind. Mhm. Ihr müsst dahin und bringt die alle um. Und die das nicht geschafft haben, sondern zumindest die Frauen am Leben gelassen haben, waren nachher die Idioten, die zu dumm waren für dieses und jenes und die dann auch aus Gerechtigkeitsgründen von den Assyrern platt gemacht worden sind. Da macht es nicht brisant. Einfach. Ja, verstehe. Also bleibt von dem ganzen schönen Märchen wenig übrig. Es ist wie immer. Ja, es wenn ist du dir, also das ist fast schon, es ist kaum zu fassen, aber je näher du in diese Religion reinguckst, desto weniger bleibt übrig. Desto weniger bleibt übrig. Finde ich schön. Ja, es ist, für mich ist das auch okay. Manchmal ist es aber schon zu einfach, muss man sagen. Aber na gut. Ja, ich meine, brennender Busch, da müsste man doch spätestens aufmerksam geworden sein. Fragen, oder bei noch diverse Kinder mit 100 bekommen. Oder 120. Oder warum hat eigentlich der Gott irgendwann aufgehört, sich einzumischen? Auf derlei Art. Ja gut, also ich meine, das kann ich dann sagen. Ja, die haben mal den Mondkalender oder da hat sich halt einer verschrieben oder das sind Details, die nicht so wichtig sind. Aber wie Martina sagt, wenn das Reich Davids weg ist, ja, das ist schon oder wenn der salomonische Tempel weg ist, ist es kein Tempel. Ja, das ist auch ein bisschen blöd. Da werden auch keine 100 Jahre lange Völkerwanderung im Riesenausmaß, keine Spuren. Ja, all das ist halt, all nichts mehr davon ist. Ja, halt, das ist so ein bisschen. Die ganzen definierenden Momente sind nicht da. Ja, das ist ein bisschen dürftig. Ich frage mich immer, was die Leute, so, wenn das jetzt Mithörerinnen und Hörer hören, die selber sich als Juden bezeichnen oder also, wo ja vielleicht gläubig sind, ist dann so ein Segment darüber, dass eigentlich von dieser Heilsgeschichte faktisch, historisch nichts mehr übrig bleibt. Ist das dann für die beleidigend oder sehen die darüber hinweg und sagen, ah, die haben halt keine Ahnung, die denken, man könnte alles mit Wissenschaft erklären, aber das ist alles zu heilig. Oder also, was macht das mit den Leuten? Wahrscheinlich. Das ist mir egal. Damit müssen die leben. Du hast nichts ist dieses. Mich hat letztens jemand auf Twitter gefragt, ist dir denn nichts heilig, deine Oma zum Beispiel? Und weil es ging um. Worum ging es denn? Es ging um die Regenbogenfahne. Der Regenbogen ist ja das heilige Symbol Gottes mit den Menschen. Ach was. Und deshalb finde ich es besonders ärgerlich, dass also eine zutiefst verabscheuungswürdige Bewegung gekommen ist und sich mit voller Absicht ein heiliges Symbol, ein hochheiliges Symbol genommen hat, um es mit Füßen zu treten. Und das fand die Person, also ob das nehmen wir das mit meiner Oma zu vergleichen. Und da habe ich kurz nachgedacht und ich dachte so, heilig ist für mich, man darf das nicht hinterfragen. Unantastbar. Genau. So, und auch meine Oma habe ich hinterfragt. Und ich sehe auch nicht, ja, alles. Also alles, du musst nichts ist unhinterfragbar. Finde ich auch. Und deshalb denke ich, damit müssen die leben. Nichts hat das verdient. Also wir picken uns jetzt ja hier nicht die Juden raus, um auf denen rumzutrampeln. Nee. Sondern wir machen das ja gerne auch über anderen. Ich freue mich zum Beispiel schon auf eine Folge, dass wir so eine Folge mal mit dem Christentum machen und von außen in das Christentum reingucken. Ja. Und das zu zerlegen. Das finde ich zum Beispiel auch als eine hochinteressante Sache, die man mal machen kann. Genau, und ich finde auch, nichts hat das Recht, sich von einer Hinterfragung auszuschließen. Deshalb? Nichts hat das Recht zu sagen, ich bin immun. Mich dürft ihr nicht hinterfragen. Das finde ich auch. In dieser Welt gibt es nichts, was unhinterfragbar bleibt.
werden muss. Deshalb, liebe jüdische Hörerinnen und Hörer, wir meinen es wirklich nicht böse, aber auch eure Sachen gucken wir uns gerne genauer an. Liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir uns verschätzt haben und der Umfang dieser Sendung größer ist, als wir dachten, teilen wir Teil 2 in 2 Teile. Darum sagen wir jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Teil 2 von Teil 2 werdet ihr dann hören, wenn ihr wieder einschaltet. Deswegen erstmal, aber nur vorläufig. Tschüss. 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 I'm sorry, smoking on the fence, but I'm a man.